Trade Republic ist ein sehr günstiger Berliner Broker. Es gibt ihn aktuell nur für Smartphone, aber trotzdem macht er in letzter Zeit immer mehr von sich reden. Das ist auch eigentlich ganz easy erklärt, warum. Denn er ist wirklich sehr, sehr günstig für deutsche Verhältnisse. Nur 1 Euro pro Trade, also pro Order, ob Kauf oder Verkauf. Und auch das Ordervolumen ist shitegal. Früher wurde noch eine Gebühr für die Dividendenverarbeitung verlangt. Also für mich als Dividendeninvestor natürlich eine absolute Katastrophe. Aber inzwischen ist das Geschichte. Diese Gebühr gibt es auch nicht mehr. Also der Erhalt von Dividenden ist kostenlos und deswegen ist der Broker jetzt für mich natürlich besonders attraktiv geworden und ich habe mir gedacht, ich werde ihn jetzt mal auschecken. Ich bin ja bei den Brokern Comdirect und DEGIRO und der Plan ist jetzt erstmal nicht mit allem zu Trade Republic zu ziehen, sondern vor allem mit den Positionen, die ich bei DEGIRO habe. Ich glaube, dieses Video wird super interessant. Es gibt nämlich viele verschiedene Punkte zu behandeln. Es geht in diesem Video also darum, warum genau hole ich die Positionen von DEGIRO zu Trade Republic und was macht den Broker für mich so attraktiv. Dann gibt es auch noch eine interessante Situation in Amerika zu Billigbrokern und auch die deutsche Entwicklung mit Comdirect ist sehr interessant. Das schauen wir uns in dem Zusammenhang an. Wie ich so günstig wie möglich umziehen werde, schauen wir uns dann auch noch an, weil DEGIRO will ja für den Depotübertrag pro Position eine Gebühr von 10 Euro gerne haben und ja, das ist natürlich etwas viel. Und dann schließlich, welche relativ kleinen Probleme es aktuell noch gibt, um wirklich komplett zu Trade Republic theoretisch umziehen zu können. Zuerst jetzt also mal, warum überhaupt dieser Brokerumzug? Und dazu muss ich sagen, ich bin jetzt nicht der Typ, der unbedingt jeden Monat oder alle 2 Monate seinen Broker wechseln will. So nicht. Aber wenn ich irgendwo sehe, dass es irgendwo besser sein könnte, dann tut es mir auch nicht besonders weh, so einen Wechsel in die Wege zu leiten, auch wenn er vielleicht etwas komplizierter sein sollte, wie jetzt zum Beispiel ein Umzug von DEGIRO zu Trade Republic. DEGIRO ist ja ein ausländischer Broker und ich gehe eigentlich nur ins Ausland, wenn es dafür auch Gründe gibt. Das heißt, wenn es ja hier in unserem heimischen Markt eben keine gescheite Alternative gibt. Aber theoretisch will ich einfach nur sagen, wenn es was auf dem heimischen Markt gibt, dann bin ich absolut gerne dabei. Und mit Trade Republic haben wir jetzt eben auch einen eigenen, mega günstigen Broker mit deutscher Banklizenz und ich habe die App auch schon installiert, Verifizierung ist durch und ausprobiert und auch schon die erste Position gekauft und es funktioniert. Ich finde es total schön, dass ein Startup in Deutschland sich um die Interessen deutscher Kleinanleger kümmert und die Aktienanlage lohnend machen will. Und dass es sich dabei um ein Startup in Berlin handelt. Ich wohne hier nur 2 U-Bahn-Stationen davon entfernt. Das erhöht natürlich die Verbundenheit und deswegen sage ich, das finde ich toll, das will ich ausprobieren und einfach auch den heimischen Markt so ein bisschen unterstützen. Was macht jetzt Trade Republic für mich aktuell so attraktiv? Als Kleinanleger investierst du halt naturgemäß etwas kleinere Beträge, also ein paar hundert Euro vielleicht und dafür willst du dann normalerweise nicht unbedingt diese 10 Euro Ordergebühren bezahlen, die so zum Standard mehr oder weniger in Deutschland gehören, sage ich jetzt mal. Vielleicht lachen wir ja, die wir dieses Video jetzt gerade sehen, in ein paar Jahren über diese Beträge, weil wir alle so unfassbar reich sind und 10 Euro dann überhaupt nichts mehr ist, aber zurzeit ist es eben noch so. Diese Community ist, glaube ich, noch dabei, sich was aufzubauen und deswegen ist es natürlich von großem Interesse, die Gebühren eben so niedrig wie möglich zu halten. Auch ich kaufe Aktien für vergleichsweise niedrige Beträge, also ab 200 Euro oder mit weniger bin ich auch schon mal dabei, einfach weil ich das Geld dann doch ziemlich schnell eigentlich in den Markt pumpen will und nicht so lange mir irgendwas ansparen will, um dann einen ganzen Batzen reinzuhauen. Deswegen finde ich das eigentlich cool, das so ein bisschen kleiner gesplittet rein zu stückeln. Und wenn ich 200 Euro nur investiere, dann sind 10 Euro Ordergebühren 5% und das ist natürlich viel zu viel. Bei Trade Republic kostet der gleiche Spaß nur 1 Euro pro Order und es ist auch egal, wie groß oder klein die Order ist. Macht im 200 Euro Beispiel nur 0,5% für die Ordergebühr aus und das ist natürlich ein kleiner, feiner Unterschied. Und ja, man kann jetzt natürlich sagen, warum machst du das? DEGIRO ist doch noch günstiger, da zahlst du nur 51 oder 52 Cent pro Order, wenn du jetzt an US-amerikanischen Börsen kaufst, was ich ja immer gemacht habe. Man muss dazu wissen, also andere Börsen bei DEGIRO kosten auch mehr. Aber ob ich jetzt diese
51 oder 52 Cent zahle oder diesen 1 Euro fix, das ist mir dann doch letztendlich egal. Vor allem, weil der Vorteil natürlich ist, dass bei Trade Republic das alle Börsen mit einschließt. Also alles, was dort handelbar ist, kostet eben nur diesen 1 Euro. Und das ist wieder natürlich so ein Unterschied zu DEGIRO. Das heißt, es könnte natürlich sein, vielleicht kaufe ich dann ja mal wirklich deutschen Titel. Das wäre doch total verrückt, oder? Das Problem ist da halt immer noch, dass die deutschen Firmen nur einmal im Jahr Dividenden ausschütten und dass mir das so ein bisschen sauer aufstößt, aber gut. Also ich denke, on the short run, wenn man es so sagen kann, könnte Trade Republic erstmal für mich ein bisschen teurer werden, weil ich es ja gewohnt bin, an US-amerikanischen Börsen zu handeln und es da immer super günstig war. Falls ich jetzt aber tatsächlich dazu übergehe, auch andere Handelsplätze mit einzubeziehen, die bei DEGIRO mehr kosten würden, dann in dem Fall kann ich natürlich bei Trade Republic etwas sparen, wenn ich grundsätzlich nur diesen 1 Euro zahle. So meine Überlegung, vielleicht also auch eine ganz kluge Entscheidung für die Zukunft. Dann haben wir eine ganz interessante Situation in Amerika, was die günstig Broker, sag ich mal, betrifft, um nicht das Wort billig so oft sagen zu müssen. Denn in Amerika unterbieten sich die Broker gerade bis zum Get-No, was die Ordergebühren betrifft. Und es ist davon die Rede, dass Robinhood von der etablierteren Charles Schwab Bank ruiniert wird. Robinhood ist der amerikanische Pionier, was Billigbroker angeht, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, und die Charles Schwab Bank oder Bank bietet jetzt eben auch diesen komplett kostenlosen Wertpapierhandel an, eben nur in noch besser, weil sie eben schon die etablierteren Strukturen und auch den besseren Kundenservice haben und deshalb auch ein besseres Nutzererlebnis bieten können. Jetzt fragt man sich, wie wird das Ganze finanziert, weil die Charles Schwab Bank macht das Ganze natürlich auch nicht ehrenamtlich. Nein, sie legt einfach die Gelder der Kunden, die nicht investiert sind, gewinnbringend an und kriegt dann dafür Zinsen. Jetzt muss man daran denken, ich weiß natürlich nicht genau, in was Banken grundsätzlich anlegen, aber wir haben in Amerika deutlich höhere Leitzinsen. Deswegen ist es natürlich fraglich, ob dieser Trend, und viele Trends schwappen ja von Amerika gerne mal nach Deutschland oder Europa rüber, dass dieser Trend vielleicht so einfach hier nicht etablierbar ist, weil wir hier deutlich niedrigere Leitzinsen haben, beziehungsweise Banken sogar Strafzinsen zahlen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, in was die Banken da alles genau investieren und wie wahrscheinlich das ist, dass so ein Geschäftsmodell von der Charles Schwab Bank hier auch irgendwie funktionieren könnte. Fakt ist aber natürlich, dass ein solches Geschäftsmodell, wenn man jetzt mit Kapital Geld verdienen will, dass man dann auch Kapital braucht. Das heißt, die alten großen Schiffe, und Charles Schwab hat jetzt irgendwie auch 51 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, dass die dann natürlich wieder im Vorteil sind vor den ganzen Startups, die eigentlich ja noch, ich denke mal, kein wirkliches Kapital auf der Seite liegen haben, dass sie investieren könnten. Und auch die Kundenbase muss jetzt aufgebaut werden und ob jetzt dann da so viel auf den Konten einfach so rumliegt, ist natürlich die Frage. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung in Amerika. Das könnte dann natürlich auch, wie gesagt, früher oder später vielleicht in Deutschland dann passieren, wenn sich die Banken einfach, ja, wenn die Konkurrenz da untereinander so groß wird, dass man sich einfach regelrecht ja gegenseitig runterbietet. Auch im Zusammenhang mit der Sache, die jetzt gerade mit der Comdirect passiert, es wird ja davon gesprochen, dass sie eingegliedert wird in die Commerzbank und dass dann eventuell auch die Kosten eben steigen werden. Also steigen werden, im Gegensatz zur amerikanischen Entwicklung, dass die Kosten sinken. Ja, weiß ich nicht, ob das mit den großen etablierten Banken hier erstmal in die andere Richtung geht, aber es bleibt trotzdem spannend zu sehen, glaube ich. Was jetzt die Comdirect im Einzelnen betrifft, ich würde da auch als Kunde erstmal Ruhe bewahren und erstmal schauen, was da jetzt im Einzelnen genau geändert wird und wie sich die Kosten da ändern. Und ich sage ganz ehrlich, also wenn das mir dann zu teuer ist, dann ist es gar kein Problem, in Deutschland zu wechseln. So ein Depotübertrag darf hier aktuell im Moment nichts kosten oder kostet grundsätzlich auch nichts. Von daher, wenn es dann einem dort nicht mehr gefällt, ist es gar kein Problem, irgendwie zu sagen, so jetzt alle Positionen einmal bitte zu Broker XY umziehen, wo es einem besser gefällt und dann, also ich sehe da wirklich gar kein Problem. Erstmal schauen jetzt, was passiert. Die Aktien, die man dort gekauft hat, die sind dort erstmal sicher verwahrt. Und wenn dann eben unhaltbare Depotgebühren eingeführt werden oder die Gebühren für die Käufe und Verkäufe eben exorbitant steigen,
dann kann man ja immer noch ohne Probleme wechseln. So sehe ich das. Ich habe jetzt einfach mal entschieden, dass Trade Republic für mich die beste Option ist zum Auschecken, einfach aufgrund der niedrigen Kostenstruktur und natürlich auch, weil ich die Aktien dann hier zu Hause in Deutschland liegen haben. Ich könnte dann hier zum Beispiel mit der U-Bahn hinfahren und klingeln so, ey, was mit meinen Aktien los? Wenn die Aktien im Ausland liegen und der Broker geht pleite, dann muss ich vielleicht mit einem ausländischen Insolvenzverwalter klarkommen. Das ist vielleicht auch noch so ein Vorteil, wenn das Zeug einfach zu Hause liegt. Nächstes Thema, wie werde ich umziehen? Weil bei DEGIRO gibt es ja dieses Problem, dass sie 10 Euro pro Positionsübertrag haben möchten. Als niederländischer Broker kann es sich DEGIRO einfach erlauben. Innerhalb von Deutschland ist es nicht mehr erlaubt, für Depotübertragungen Geld zu verlangen. Deshalb werde ich es folgendermaßen machen, und das ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber ich habe jetzt auch nicht die Hummeln im Arsch, dass ich das unbedingt alles sofort geändert haben möchte. Nein, es zieht sich dann eben über einen Monat. Aber ich werde es folgendermaßen machen. Ich werde bei DEGIRO die entsprechende Position verkaufen und im selben Moment oder ein paar Sekunden später die gleiche Position, also die gleiche Menge Aktien bei Trade Republic nachkaufen oder zurückkaufen. Diese Gleichzeitigkeit funktioniert natürlich nur, wenn ich das Kapital doppelt habe. Das heißt, das Geld für die Position, die ich bei DEGIRO verkaufe, ist bei dem neuen Broker auch schon vorhanden. Das setzt natürlich auch voraus, dass man dieses Kapital doppelt zur Verfügung hat. Bei wenigen 100 Euro, so wie ich das jetzt mache, Stückchen für Stückchen, ist es natürlich kein Problem. Aber wenn man jetzt mehrere 100.000 Euro Positionen hat, dann wird man das natürlich nicht mehr doppelt einfach auf dem Broker haben. Aber dann, ganz ehrlich, wird einen auch nicht mehr diese 10 Euro Übertragsgebühr was jucken. Aber jetzt in meinem Fall lohnt sich auf jeden Fall diese Vorgehensweise, denn wenn man es einfach mal zusammenzählt, wenn ich die Position bei DEGIRO verkaufe, kostet das irgendwie 51, 52 Cent. Und wenn ich sie dann wieder nachkaufe, kostet es 1 Euro bei Trade Republic, also 1,50, 1,52 vielleicht insgesamt. Dann kommt noch die 0,1% Wechselkursgebühr von DEGIRO dazu. Also es ist jetzt nicht sehr viel. Blöd ist natürlich, wenn sich der Preis in der Zwischenzeit verändert. Wenn ich die Aktie dann günstiger bekomme in dem Zeitraum, ist das natürlich super cool. Ist sie etwas teurer, ist das nicht ganz so geil, aber schauen wir einfach mal. Aber wie das dann genau in der Praxis und im Detail funktioniert, dazu werde ich dann noch ein extra Video machen. Und dann gibt es noch das Problem des Einstandskurses, weil wenn ich auf der einen Seite verkaufe, dann geht mir ja dort der Einstandskurs, also der Preis, zu dem ich die Aktie gekauft habe, verloren. Und dieser Einstandskurs ist ja aller Wahrscheinlichkeit oder normalerweise niedriger. Und deshalb wird mir der neue Broker dann auch nicht mehr meine Kursgewinne anzeigen können, die ich schon gemacht habe, eventuell mit der Aktie. Also diese Aufzeichnung geht einfach verloren. Bei einem gescheiten normalen Depotübertrag von Broker zu Broker direkt ist es meines Wissens so, dass der Einstandskurs mitgenommen wird. Wie das genau im Einzelnen funktioniert, dazu habe ich noch keine Erfahrung. Dazu kannst du, wenn du das weißt, gerne mal unten in die Kommentare was schreiben. Aber da gibt es eben schon diese Möglichkeit, das mitzunehmen. Das heißt, da ist diese Aufzeichnung und die Kursgewinne dann, die man schon gemacht hat, die ist dann eventuell nicht verloren. Das kann vor allem dann ein Problem werden, wenn man sich später irgendwann mal rühmen will, wie günstig man doch die Aktie gekauft hat, also zu welchem günstigen Preis man sie bekommen hat und wie hoch im Gegensatz zu anderen jetzt die eigene Dividendenrendite zum Beispiel ist. Bei mir ist es jetzt mit meiner Taktik natürlich auch so, dass mein alter Einstandskurs verloren geht und ich einen neuen, höheren bekommen werde beim Broker. Zum Glück gibt es aber externe Verwaltungsprogramme wie Portfolio Performance und ich bin ganz ehrlich, alles was um Entwicklung geht, wenn ich die irgendwie abchecken will, meine eigene Performance, dann gucke ich das bei Portfolio Performance nach und nicht beim Broker. Deswegen interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr, welche Zahlen beim Broker stehen. Den Broker nutze ich eigentlich wirklich nur, um zu kaufen und zu verkaufen. Und alles andere regle ich eigentlich bei Portfolio Performance. Und bei Portfolio Performance werde ich es eben so machen, dass ich den ganzen Wechselhickhack gar nicht eintrage, sondern ich werde einfach nur die Gebühren mit aufs Konto buchen, die durch den Wechsel eben zustande gekommen sind. Das heißt, bei DEGIRO dann pro Wechsel irgendwie diese 50 und ein paar zerquetschte Cent und bei Trade Republic dieser eine Euro dann noch dazu, sodass wenigstens die Gebühren mit drin sind.
Schauen wir mal, wie das ist mit dem Preisunterschied, ob der wirklich so groß ist dann. Da bin ich gespannt. Ich habe jetzt eine Position schon umgezogen, das aber in einem Extra-Video, wie gesagt, sonst wird dieses hier einfach zu lang. Ja, mal schauen, wie das ist mit dem Preisunterschied, ob der wirklich so hoch ist. Ansonsten, wenn das nur ein paar Cent sind, dann nehme ich auch, ehrlich gesagt, diese kleine Ungenauigkeit hin. Aber das ist mir dann Wayne, wenn das irgendwie 20 oder 50 Cent oder lass es ein Euro sein, von mir aus. Egal, auf den Euro kommt es nicht an. Also, ich hoffe, ich habe die Umzugstaktik klar gemacht. Ich werde das Geld zuerst auf dem neuen Broker sozusagen doppelt zur Verfügung stellen und dann verkaufen und gleichzeitig neu kaufen. Und dann wird Geld bei dem alten Broker frei, das wird dann zu dem neuen Broker überwiesen und dann kann ich wieder eine weitere Position verkaufen und gleichzeitig wieder nachkaufen. Und so geht das dann, bis ich komplett umgezogen bin. Es gibt noch ein klitzekleines Problem, um wirklich komplett umzuziehen, und das liegt ganz einfach daran, dass noch nicht alle meine Titel bei Trade Republic zur Verfügung stehen. Also nicht alle Titel, die ich habe, kann ich da tatsächlich auch kaufen. Das betrifft vor allem den Vanguard FTSE All World und EPR Properties im Moment. Also es sind zwei Positionen, die kann ich im Moment noch nicht umziehen. Aber ich habe vor einer Woche oder so, habe ich schon geguckt, da war auch der Global Select Dividend 100 ETF noch nicht verfügbar. Das hat sich aber inzwischen geändert. Ich habe jetzt gestern nochmal nachgeschaut und ich kann diesen ETF zumindest jetzt dort schon kaufen. Das heißt, es wird hier auch kräftig noch an Wertpapieren aufgebaut. Und das finde ich echt cool. Vielleicht schreibe ich denen einfach mal, dass ich diese beiden Titel auch noch gerne hätte. Aber theoretisch ja, da müsste ich mir dann erstmal überlegen, was ich da mache. Ob ich die erstmal bei DEGIRO liegen lasse oder zu Comdirect wechsle. Müssen wir jetzt dann halt auch gucken, wie sich die Sache mit Comdirect entwickelt. Also sehr, sehr spannende Broker-Situation auf jeden Fall insgesamt gerade. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick gerne auf den Abo-Button. Das würde mich sehr freuen. Bei mir gibt es regelmäßig Videos dazu, wie ich mit Dividendeneinnahmen versuche, die Weltherrschaft an mich zu reißen. Ein Video, das ich dir noch empfehlen kann, weil es für meine Verhältnisse relativ durch die Decke gegangen ist, ist das zu meinen 5 Dividenden-Favoriten. Das habe ich dir hier verlinkt. Falls du es noch nicht gesehen hast, dann schau da gerne mal rein. Dann danke ich dir wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.